Versuch es günstig, 52 auch noch. Versuch es günstig, 56. Ja, danke. Jawohl, hier ist drei. Letzter Versuch, 80 Kilogramm. Bitte um Aufmerksamkeit. Jawohl, ich hatte das. Thank you.
Leider ist gescheitert, Pris 105 Kilogramm. Halt! Leider wieder gescheitert zum Mittag. Durchstehen. Und ist leider ungültig, 70 Kilogramm. Gegenspannung. Ja! 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 Ja!
Danke, Herr. Versuch ist leider 2-2. Versuch ist leider ungültig, somit beim zweiten Versuch. Nicht unterschätzt, nicht,
Freestyle noch mal sehen, aber trotzdem eine tolle Leistung. Nehmen wir doch mal, danke jetzt nochmal, komm. Ruhe bleiben von der Ferse, Vollgas. Geht schon. Aus der Zeit hier waren wir. Komm. Thank you.
Gratulationen an SV Benni von der Uni und SV Luch. Genauso mit dir. Ja, Gratulation, super gefällt, das war Benjamin. Hoch dagegen. Fressen, steig vor. Ja, das war's. Leider beim Umsatz gescheitert, der Trojan Dominik. Kommen wir zur
Siegern in den Nachwuchsklassen Nummer 15 auf dem zweiten Platz mit 130 Kilogramm von der Union Bochum, der Denk Maximilian. Den ersten Platz mit 188 Kilogramm. Alles persönliche neue Bestleistung. Wir haben heute einen super Wettkampf geliefert. Der Bruder Gastin und der Polizeistoßverein. Gratulation an die beiden Übergewichte. Kommen wir zur Wertung in der 23U20-Klasse auf dem zweiten Platz mit 180 Kilogramm von HSV Langenleber, der Bönkel Philipp. Und zum ersten Platz in der U20-Kategorie darf ich mir gratulieren mit 324 Kilogramm die Siegsilber Elias von Karlsruhe. Gratulation an die beiden U20er. Kommen wir zur Waldbühne allgemeinen Klasse bis 96. Auf dem 8. Platz mit 180 Kilogramm Böcke Philipp, HSV Langenleber. Auf dem 7. Platz mit 188 Kilogramm der Brunner Klasse. Den 6. Platz mit 290 Kilogramm der Strobel Thomas. Auf dem 5. Platz mit 227 Kilogramm der Jimmy von Kohler Spiel. Auf dem 4. Platz mit 265 Kilogramm Matis Bauernshofen, der Mundtaschen Maximilian. Kommen wir zu den Stuttgart-Plätzen, auch Platz 3 mit 266 Kilogramm von der Union Luchten, der nächste Mal Benjamin. Zum zweiten Platz 298 Kilogramm im Zweikampf vom AKH Fürstendorf von Bojan Dominik. Wir dürfen recht herzlich gratulieren zum neuen österreichischen Staatsmeister der Kategorie 96 mit einem Zweikampfergebnis von 324 Kilogramm. Neue österreichische U20-Rekorde im Reißen, im Stoßen und im Zweikampf. Gratulation an Sie, Kutscher Elias. Und er bekommt noch den Ehrenpreis für hier vom österreichischen Gewichtheberverband. Bitte die steirische Hymne spielen für den Sieger, Siegröber Elias. Thank you.
der Bühne stehen zu bleiben. Und wir würden dann auch gerne gleich die Tagesbesten bei den Jugendlichen U20 und U23 auszeichnen. Also bitte noch den Fotos, bleibst du auf der Bühne stehen. Aufwärts und Kreisigter. Ich melde mich als Obmann des Vereins Reifer Hund, als Ausrichter. Ich möchte mal von der Runde schauen zu meinen großen Helfen, was ich habe. Klar, der muss ich mit davon wegschmeißen, weil der redet ja doof den ganzen Tag. Stellvertretend für alle Mitarbeiter möchte ich Martin Sachs sagen, die den wunderbaren Job, was er macht, und einfach uns so super gucken. Da und da kommen wir. Marco, danke schön. Bitte, willkommen, Herr Frau. Und natürlich, die ganze Team, was wir da haben. Küche für die Kulinarik, die hoffen, was wir jetzt geben. Handelsteller. Bitte Applaus für die Handelsteller. Und die ganzen guten Helfer, was wir heute haben, die letzten drei Tage. Ganz herzlichen Dank an den Sigi, Sigi ist der auch, der Schiene hinten versteckt, zu kennen, die Freunde. Für den wunderbaren Livestream, was man auf YouTube schauen kann und wenn man durch die anschaut, Sigi, danke für deine professionelle Unterstützung bei der Standhaltung. Wir reden jetzt auch von willkommenen Jahren, von die kennen sie ja, der Abschnitt von den Kunden. Auch dann wird das richtig besser, von der Kunden dann noch voll Dank hier. So, Marco, stellst du das ist super wohl, dass du da heute noch ein bisschen noch. Das heute ist ja auch super. Du kannst die Karte noch haben, aber. Ich mache auch mehr Scheiße natürlich. Also, wie gesagt, leider hat es nicht tun. Bleibst du auf der Bühne stehen, macht schon mal Platz. Wir würden gleich an die Sieger und der Tagesfest in der Jugend in 20 und 23 mitführen, damit wir da jetzt noch einen tollen Rahmen haben. Also bitte längst schon mal auf der Seite Platz. Dann können wir das gleich machen.